Dopo aver dato un'occhiata al cielo, faccio una panoramica del retro della casa. È una notte nebbiosa, è sabato sera o domenica mattina, sono quasi le 2 di notte. E volevo fare una prova di radioascolto con una mia vecchia radio che ho dato a un mio amico che mi ha riprestato, la Shuadon D808. In onde corte sugli 80 metri. Questa è una torcia che ho preso su AliExpress, pagata pochissima, una potenza incredibile. Comunque, al di là di tutto, non sono fornito di nessuna attrezzatura professionale, difatti, come vedete, c'è un affilare di 7 metri, attaccata la canna da pesca, che scende dal secondo piano ed entra all'interno della camera da letto, zona molto disturbata, come sentirete, comunque buon ascolto. Aber es gibt schon wenig Leute, die so sparsam sind. Ja, Und wenn ich auch mit mit der viel Spinne Verbrauch sage, dass noch ich viel zu tun zwei Leute, hier. drei Leute und so weiter so voll ist, alles kacke, kacke, dick. Kann ich auch gucken, es geht also schon. Es geht. Verein sich nicht so groß zu Deutschland. Nee, 30 Cent kriegst du auch hier. Ne? Aha. Ja, ich hätte ja gedacht, das wäre vielleicht noch das Land der Träume. Ich erinnere mich nicht so lange her, da war das Benzin ja teurer in Luxemburg als in Deutschland. Oh, das war Chaos. Ja, ist ja fürchterlich. Das wäre natürlich hier tot für eure Tankstellen. Ne? Das kann ich habe mal irgendwann eine Tankstelle besucht, da waren vier Mann hinterm Tresen und ich glaube 70 Säulen, ne, Digga. Ja, aber du brauchst schon ein Elektroauto, ne? Wenn die Anlage und die gute Einspeisevergütung ausgelaufen ist, dann kannst du ja mit deiner Anlage dein Elektroauto laden. Ne? Ja. Robert, sorry, träum weiter, aber wenn du irgendwo hinfährst, da musst du dann Minimum eine halbe Stunde, da fährst du 3, 4. Wie das doch schon, die meisten werden eh zu Hause tanken, wenn billiger ist, nur wenn du so eine Anlage hast, dann halt nicht gut damit. Weil der zweite Staat zahlt dir ja nichts dafür. Ne? Gdzieś tam ktoś z boku się pojawi, no ale to przy głośniejszych jakichś, ale to jest wszystko okej. Okej. Jacku, fajnie, miło było pogadać. Włodek, no, skończyłeś na 800-kach. No, ja tu musiałem 600-ki i 400-ki lutować, a już jak lutowałem w łące, robię się plac, no tam, no to ma tak, żegnałem się, nie wiem. No, żeby go, bo za długie podgrzanie to ono się topi. Natomiast, no, pajęczynę trzeba było przygotować. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, bo rozmawiałem już z moim kolegą, który prowadzi, naprawia laptopy i mówię, słuchaj, jak będę miał problem, czy mi coś tam polutuje. Tak, nie ma problemu, no, ale honorem się ująłem, że Das macht dann 30 Kilometer.
Ja. Du brauchst ja einfach nur Gedanken zu machen, was die Leute erzählen. Weil da gibt es ja ganz viele Leute, sagen, die Antenne braucht kein Gegengewicht. Damit die Antenne kein Gegengewicht braucht, müsste die eine unendliche Impedanz haben. Die hast du nicht. Du hast ja 2,4 Kilo-Ohm. Oh Mann, das wird sich vermutlich auch in den nächsten 50 Jahren nicht ändern. Das ist einfach so. Ja, Wolfgang, lauter wirst du dadurch nicht. Wenn die Antenne tief hängt, und dann bist du deine Erkenntnis. Du hast aber im letzten Deutschland immerhin das 9-4 Gehörbar. Du musst ja einfach ein bisschen mehr technische Gedanken machen. Da werden viele Fehler bei gemacht und die Leute, die dann einem mit schwachen Signalen entgegentreten. Weißt du, wir nehmen den Amateurfunk ja nicht mehr ganz so ernst, und dann sitzt ja hinter jedem Mikrofon Dieter Bohlen und dann kriegst du sofort einen eingeschickt. So ist hier die Realität eigentlich so ein bisschen aus dem 8-Meter-Band.